Yo Freunde des atomar verseuchten West Virginias, hi und herzlich willkommen zu diesem Video hier mit einem ganz kurzen Vorwort, bevor der große Aufruhr in den Kommentaren ausbricht. Ich weiß mittlerweile, wie das PvP-System funktioniert, da kommt auch noch ein Video dazu. Also ganz ruhig, alles gut, ich habe euch alle lieb und viel Spaß. Ich weiß gerade nicht, was ich davon halten soll. Ich weiß nur, dass ich Abraxo möchte. Was, Handel wird angeboten? Ach so, da handelt jemand anderes quasi. Okay, wir müssen einen Ribeye-Steak zubereiten. Das können wir ja gleich machen. Ich schaue mich jetzt hier noch ein kleines bisschen um gerade. Also ich lasse mir jetzt hier extra mal ein bisschen Zeit, weil ich finde das... Ich finde das ganz gemütlich hier. Weniger gemütlich finde ich, dass ich überladen bin, aber das ist halt so. Ah, okay. Okay, so. Jawohl. Responder Kernel. Oha. So ein Gerät habe ich seit 10 Jahren nicht mehr benutzt. Bist ein bisschen voll, ja. Meine erste Aufnahme nur ein verloren. Bisschen. Schade. Also, mein Name ist Kernel. Die Bombe. Den kennen wir doch schon. Mein Kind war. Mein Vater ist im Krieg. Den haben wir doch schon gehört, den Kernel. Alles ganz normal, also. Können wir das abbrechen? Ja. Ich glaube, jetzt haben wir es abgebrochen. Den Kernel kennen wir ja schon. Den haben wir schon gehört. Okay, lass uns mal kurz kochen. Dann gibt's jetzt mal leckeres Steak. Ribeye Steak will er, ne? Haben wir gemacht. Okay, melde dich beim Selbstbedienungskiosk wieder mal. Habe ich hier eigentlich schon gelootet? Oh! Ah, wer da Teil 1 kennen wir schon. Haben wir schon. Wer da Teil 1 war sehr gut. War sehr spannend. Oh. Alles klar. Bitte! Bitte! Ich flehe euch an! Lasst mich nicht zurück! Bitte! Du bleibst da drin. Oder wurde einer gekocht im Ofen? What the fuck? Friedhof hinter der Kirche, okay, merke ich mir. Das ist ja die Kirche. Okay, mal kurz wiederverwerten, kurz noch schnell. Also wo sollen wir hin? Warte, nochmal. Ich möchte das jetzt wissen. Nochmal. Irgendwas, erstes Grab oder so? Da sind Gräber. Und ein Fußball. Gleich ist Bombi Level 5. Geld? Ja. Yay. Kronkorken. Ich sag euch, wo es ist. Geht zum Friedhof hinter der Kirche. Da sind wir. Das Grab ganz Das Grab ganz rechts, das ist das hier. Ja. Mein Erspartes liegt in einem alten Baumstumpf auf der rechten Seite. Ich schwöre es. Nein, nein, bitte, lasst mich nicht allein. Okay. Bitte.
Ist das die Lichtung? Das könnte der Baumstumpf sein. Haha! Gefunden! Nice! Nicht vergessen, die Responder sind anständige Leute. Sie geben verdammt nochmal ihr Bestes. Nice! Aber es sieht nicht gut aus. Und es wird schlimmer. Wie auch immer, das ist eine Erinnerung an mich selbst. Eine Erinnerung an diese Waffe. Sie ist meine Versicherung. Cool. Falls es richtig schlimm wird. Falls die Nahrung oder das Wasser ausgehen. Dann entscheide ich selbst, wie ich diese gottverdammte Welt verlasse. Ich werde nicht leiden, nur um hungrig und alleine zu sterben. Das bringe ich nicht fertig. Okay, Training abschließen. Nimm über die Datenbank mit den Respondern Kontakt auf. Mit wem? Mit Colonel oder? Oder mit Caldera Miguel? Morgentown. Oder muss ich hier? Nee, das ist ja dasselbe. MacLeader. Versucht die Responder zu kontaktieren oder einfach irgendjemanden. Sieht das überhaupt jemand? Nee. Also sie sind alle oder viele beim Flughafen Morgantown. Frage ist, welche? Oder gibt es hier noch mal eine extra Dings? Ach, da gibt es noch mal eine extra Datenbank. Verstehe. Anmeldung. Freiwilliger. Okay. Also wir müssen... Gesperrte Nachrichten. Ja, die sind alle bei diesem Flughafen Morgantown. Sehr gut. Das scheint soweit ja bestens zu laufen. Freiwilliger. Läuft ganz gut. Ich könnte hier jetzt ein bisschen was verkaufen, aber ich weiß nicht, ob ich das nicht irgendwie brauche. Weißt du? Weil ich kann ihm jetzt mal die Waffen verkaufen, die wir jetzt nicht mehr... Ich meine, die sind eh schon ziemlich... Die Aufseherin hatte gesagt, dass mehr Leute kommen würden. Schön, sie kennenzulernen. Ich verkaufe jetzt mal alles, was ich nicht unbedingt brauche. Weiß nicht, ob ich die Wurfmesser benötige. Ich nehme mal mit. Cool, wir haben wieder einiges gelernt. Oh oh. Wir sind Level... Ich kann nun am PvP teilnehmen. Das möchte ich aber gar nicht. Möchte ich anmerken. Ich möchte nicht... Ich möchte nicht am PvP teilnehmen. Noch nicht. Kampf gegen andere Spieler ist aktiviert. Willst du mich verarschen? Geht ja gut los. Geht ja gut los. What the fuck? Alter. Ich bin Level 5 und sterbe sofort. Ernsthaft? Was ist das für ein Scheiß? Was ist das für ein Kack? Von wegen Schadensreduktion beim Tod. Das finde ich ja auch witzig. Es hat geheißen,
Es hat geheißen, man hat eine Schadensreduktion, wenn man angegriffen wird. Das stimmt nicht. Ey, wo ist dieser Pisser? Ich will ihn killen. Ich will den Penner töten. Aber angeblich wird er jetzt angezeigt, oder? Macrit, das ist er. Greif mich bloß nicht an. Da ist er ja. Ich habe keine Chance gegen den. Pisser. Elender Pisser. So. Kannst du das PvP ausmachen? Nee, ich glaube nicht. Nee, du kannst immer angegriffen werden. Sie testen diese Wasserprobe. Ziemlich clever. So, ich ruhe mich jetzt mal aus. Ausrüstung kontaminiert. Hilfe erfordert. Mit etwas Glück und Verstand schaffen Sie es da draußen. Dieser elende Arsch. Aber ich habe mich gerecht, ne? Ich habe mich gerecht. Und ich werde ihn nochmal töten, wenn es sein muss. Der kommt mir gerade recht. So. Ich habe gut geschnarcht. Das ist ja wunderbar. So, pass auf. Ich möchte diese Wurfmesser mal ausrüsten. Und jetzt darf er wieder. Nee, der darf nicht nochmal. Okay, wo müssen wir denn hin? Muss ich zu meinem letzten Todespunkt nochmal laufen? Warte mal, C sozial. Ich glaube, ich bin im Kampf. Oh, ich habe einen Stufenaufstieg noch. Oh, das ist gut, das nehme ich. Das ist geil. Einsamer Umherziehender, das ist geil. Da machen wir mehr Schaden. Oh, du bist ja nochmal gestorben. Du Pflaume. Ah, ich habe ihn nochmal gekillt. Jawohl. Den Spinner, ey. Was ist denn das für ein Spinner, Mann? So, ich quest jetzt mal weiter. Ich würde sagen, wir gehen nach Sutton. Ich habe mich ganz normal an dem Typen gerecht. Das dürfte ich ja wohl.
Aber jetzt verziehe ich mich, weil ich will jetzt nicht... Ich will jetzt nicht ständig gegen diesen Typen kämpfen. Das ist mir jetzt irgendwie zu blöd. Auch weil der Typ mir extrem auf den Geist geht. Muss ich dazu sagen. Warte mal. Eine Sache hätte ich noch gerne. Und zwar möchte ich die hier favorisieren. Und die ist jetzt auf der 5. Ja, das ist gut, Spieler. Gut. Ich bin gespannt, ob er mir jetzt hinterherläuft. Was ein komischer Vogel. Wenn das Teil auf Steam kommt, wird es, glaube ich, lustig. Naja, wieso knüpfst du das denn an Steam? Kannst du ja auch gemütlich auf Ding zocken. Sieht man den? Nee, ich sehe ihn nicht. Schade. Ich weiß nicht, ob ich zu meinem Leichnam zurück muss. Weil da steht letzter... Ich glaube, da kommt er schon wieder. Ey, der geht mir auf den Weg. Der geht mir echt auf den... Der geht mir echt auf den Sack, der Typ. Der geht mir wirklich auf den Sack. Kannst du jetzt mal aufhören, du Typ? Du gehst mir echt auf den Keks, Mann. Der geht mir echt auf den Sack. Er hört aber vor allem auch nicht auf, ne? Er versucht's immer und immer wieder. Ich schau jetzt mal ganz kurz wegen meinem Todesdingsbums. Oh ne, komm, ruckel, ruckel. Hör auf zu ruckeln. Nicht, dass ich meinen Leichnam noch irgendwie abholen muss oder so. Das weiß ich nämlich jetzt nicht. Also irgendwo hier bin ich gestorben. Ah, er kommt schon wieder. Ich glaube, er kommt schon wieder. Okay, ich glaube, wir gehen jetzt einfach. Hat man unendlich Stims? Nee, die musst du herstellen. Nee, nee, nee. Ich habe halt viele Stims, weil ich gesammelt habe und... noch nichts genutzt habe und so, aber... Da hat jemand geschossen. Ich weiß aber nicht wer. Wahrscheinlich wieder der Typ. Der hört echt nicht auf. Ah, nee. Kleine Kommunistenroboter sind's. Hey, unser Freund ist wieder da. Geil. Oh shit.
Oh, er geht mir so. Der Typ geht mir echt auf den Sack gerade. Shit. Heilung? Heilung? Shit, ich habe keine Heilung mehr. Ganz schlecht. Der hat mich. Der geht mir so auf den Sack, ey. Kennst du den vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich ihn töten möchte. Aber das macht halt keinen Spaß, wenn dich einer die ganze Zeit jagt irgendwie, ne? Das ist halt echt scheiße. So, tot. Weißt du, was wir jetzt machen? Ich wollte ja ohnehin aufhören, ehrlich gesagt. Und ich glaube, das ist ein guter Moment, um jetzt einfach aufzuhören. Dann soll das kleine Kindchen halt seinen Spaß haben. Naja, eigentlich hat er keinen Spaß, weil ich habe sein Zeug. Es ist halt ätzend. Es ist halt wirklich ätzend. Frag den Peter doch mal, was das soll. Du kannst nicht reden, glaube ich, oder? Es ist halt echt. Ich muss halt ehrlich sagen, es ist halt echt ätzend. Es ist halt wirklich, es ist unglaublich ätzend, wenn dir einer die ganze Zeit... Wenn dir einer die ganze Zeit auf den Keks geht. Und Jagd auf dich macht. Das ist halt echt, das ist halt unglaublich ätzend. Vor allem du killst ihn und er kommt dir 10.000 Mal hinterher. Das ist halt... Das ist halt nur noch ätzend. Also da muss ich jetzt einfach mal Kritik an diesem Spiel üben. Vielleicht mache ich aber auch was falsch, das weiß ich nicht. Aber das kotzt mich echt so ein bisschen an. Muss ich jetzt ehrlich sagen, das ist nervig. Wenn dir einer die ganze Zeit nachrennt und dich tötet. Nur weil du ihn halt, weil du dich halt normal an ihm gerecht hast. Er hat ja angefangen. Ist ja nicht so, dass ich angefangen hätte mit diesem Konflikt hier. Ja, was ein Idiot. Aber irgendwann begegne ich ihm wieder und dann töte ich ihn nochmal. Einfach aus Prinzip. Normalerweise wird er doch eh immer angezeigt, oder? Schade, wird nicht angezeigt. Er hat sich jetzt wahrscheinlich verpisst. Nee, schreiben kannst du, glaube ich, gar nicht in diesem Spiel.
Sag ich halt, das ist halt echt, echt blöd. Ich habe meine ganzen Stimpacks an dem Pisser verballert. Das ist ärgerlich. Die hätte ich anderweitig brauchen können. Aber wie gesagt, man trifft sich immer zweimal. Hallo. Man trifft sich im Leben immer zweimal. Und dann werde ich da sein. Und dann werde ich ihn töten. Darauf habt ihr mein Wort, Freunde. Darauf habt ihr mein Wort. Eigentlich müsste ich zu diesem Sendeturm laufen, ne? Und nicht dahin. Warte mal. Ich muss nach Sutton. Wo ist denn Sutton? Sutton? Ach, das ist da oben, oder wie? Nee. Da ist der Flughafen. Ah! Da ist dieser. Da. Okay. Okay, gut. Da lang. Was ich aber weiß, wenn jemand... Also, wenn jemand Spieler grundlos angreift, dann, glaube ich, kriegt er irgendwie ein Kopfgeld oder so drauf. Und irgendwann wird das Kopfgeld halt immer höher und dann wird er, glaube ich, irgendwann auf der Map angezeigt. Und dann, ich weiß nicht, ich glaube dann irgendwann... Wenn er gekillt wird, kassiert irgendwer das ganze Kopfgeld, beziehungsweise du kriegst dann auch irgendwas. Ich weiß es nicht genau. Ich müsste mich da nochmal genauer informieren. Ah, das war ja krass. Ich bin Level 5 geworden und der Typ stand da. Und der Typ stand da, um mich zu killen. Aber man sieht sich immer zweimal im Leben. Irgendwann kommt er mir wieder unter. Warte mal, ich glaube, das kann man doch sogar... Kann man das nicht sogar nachprüfen, ob der noch online ist? Pass mal auf. Das feige Schwein! Was für ein... Was für ein feiges Schwein! Schaut euch das an. Da ist er offline gegangen. Alter Schwede. Quatsch. Du kannst mich ja auch gar nicht. Soweit ich weiß, ist Stream-Snipen gar nicht möglich. Also, nee, nee. Was für ein feiges Schwein. Da ist er offline gegangen. Na, da können wir ja noch ein bisschen weiterlaufen hier. Aber ich wollte eigentlich jetzt auch... Eigentlich wollte ich ja jetzt aufhören. Ich hätte jetzt so oder so aufgehört. Auch ohne diesen tollen Konflikt mit diesem spannenden Kerl. Hoppla. Jetzt habe ich die Leuchtpistole durchgeschmissen. Shit. Alter Schwede, was ein feiges Schwein einfach. Aber ja, ich höre jetzt auf. Das soll's gewesen sein mit der ersten Beta-Aufnahme-Session. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Wenn man mal von diesem Typen absieht, der einfach nur genervt hat irgendwie. Also ich hoffe... Also ich bin... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das... Ob das so gut ist. Also scheinbar sind die Strafen doch nicht hoch genug, wenn einer dir die ganze Zeit auf den Keks gehen kann. Man beginnt ein Spiel und hat von Anfang an einen ganz besonderen Freund. Ja, ist das nicht schön? Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt. Naja, gut. Wir sind in Sutton angekommen. Das macht mich glücklich. Und dort werden wir dann demnächst weiterspielen. Oh, medizinische Vorräte. Das ist gut. Dann kann ich mir Stimpacks nicht kaufen, weil ich kein Geld dafür habe. Na, ich könnte was verkaufen. Zum Beispiel... Ah ne, verkaufen geht hier nicht. Okay. Wir finden sicherlich einen Händler. Demnächst. Aber das war's jetzt. Ah, wie schön. Mein Zeug.
Kann ich ja einlagern. Toll. Ah! Holen. Das können wir noch schnell machen. Hier Ihre Plünderausrüstung. Das können wir noch schnell machen. Auch nicht. Wen kümmert das schon? Wir können unsere Sachen schnell noch verkaufen. Ich weiß jetzt auch nicht, ehrlich gesagt, ob ich irgendwas verloren habe, außer ein paar Kronkorken und überhaupt und sowieso. Ich habe keine Ahnung. Skill-Kaugummi. Mhm. Ja, verdünnte Stimpaks hätte ich sogar noch. Sehr schön. Bitte beachten. Möchte gern Langfinger werden durch Verlust besagter Finger bestraft. Aber die ist nur 2 wert. Also so viel Zeug haben wir noch gar nicht, was wir verkaufen können. Ah, da können wir Sachen herstellen jetzt letztendlich, ne? Wir können es. Heilmittelwald. Heilt eine Krankheit. Also ich glaube, wir brauchen erst noch Rezepte für Stimpaks und so. Naja, gut. Aber das war es jetzt wirklich. Jetzt höre ich auf. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und wir sehen uns bestimmt im nächsten Beta-Stream oder so. Macht's gut. Ciao.